Name ist Detlef Heimann, ich bin Präsident der Hochschule Rhein-Main. Ich habe mir überlegt, da die Mensa derzeit geschlossen hat, viele im Homeoffice sind und die Studierenden gar nicht in die Mensa können, dass wir vielleicht für die Mittagessensversorgung uns mal gegenseitig zeigen, was wir für Rezepte kennen, die schnell und einfach zuzubereiten sind und ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Viel Spaß beim Nachkochen und vielleicht haben andere auch noch Spaß, was Vergleichbares zur Verfügung zu stellen. Diesmal gibt's Gorgonzola-Kartoffeln. Das sind Kartoffeln, die innen ausgehöhlt werden, also halbiert, dann ausgehöhlt und der Rest, den man da rausnimmt, gemischt mit Gorgonzola wieder reingefüllt wird und das Ganze im Ofen überbacken. Sehr einfach, ich finde sehr lecker. Zutaten deswegen auch sehr simpel. Kartoffeln, möglichst große. Ich habe jetzt mal zwei hingelegt. Insgesamt habe ich für die Menge 8 Kartoffeln genommen. Gorgonzola oder einen anderen Blauschimmelkäse. Man kann auch andere Käsearten nehmen, die müssten aber weich und cremig sein, dass die sich nachher gut mischen mit dem, was man da aus der Kartoffel aushöhlt. Also Ziegenkäse müsste ganz gut gehen. Aller feste Käse wird dann schwierig mit der Mischung, aber Camembert müsste eigentlich auch gehen. Einfach mal ausprobieren. Bisschen Olivenöl nachher, um es oben drüber zu träufeln. Und das war's schon an Zutaten. So, das brauchen wir als Zubehör. Wir brauchen noch eine Schüssel, um die Mischung zurechtzubasteln, die wir wieder in die Kartoffeln füllen. Wir brauchen einen großen Löffel zum Aushöhlen der Kartoffeln, vielleicht eine Gabel zum Mischen oder den Kartoffelstampfer. Ich würde davon abraten, die Mischung mit einem Küchengerät zu machen, weil ähnlich wie bei Kartoffelbrei wird das dann zu schnell zu matschig, dadurch, dass die Stärke da zerschlagen wird. Und natürlich noch ein großes Messer, um die Kartoffeln zu halbieren. Das war's schon. Ja, und dann ein Ofen mit einem Backblech logischerweise zum Überbacken. So, die Zubereitung ist relativ einfach. Wir nehmen Kartoffeln, möglichst große, halbieren die, das habe ich jetzt hier schon gemacht, und kochen sie in Salzwasser, und zwar nicht richtig gar, sondern so, dass sie noch ein bisschen Biss haben, sonst zerfallen sie uns nachher im Backofen. Aber sie sollten so eine Konsistenz haben, dass man sie gut aushöhlen kann. Ich mache das mal hier mit ein, zwei. Dazu nehme ich einen großen Löffel und mache hier sozusagen mit dem Löffel eine Vertiefung rein. Und das, was ich da raushole, das kommt in eine Schüssel, weil das mischen wir nachher mit dem Gorgonzola. Je nachdem, wie dick man die äußere Schicht haben will, da ist man relativ frei. Man sollte einen Löffel nehmen, der eine relativ schmale Fläche vorne hat, dass er sozusagen hier gut in die vorgekochte Kartoffel reinkommt, dass man da nicht auf ein Messer angewiesen ist. So, das mache ich jetzt mit allen Kartoffeln und zeige dann, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die Kartoffeln ausgehöhlt und alles, was ich rausgeholt habe aus den Kartoffeln, in die Schüssel gepackt. Mit dem Messer ein bisschen schon mal klein gemacht, dass das mit dem Zerstampfen oder mit dem Mischen gleich einfacher funktioniert. Da kommt jetzt der Gorgonzola dazu und dann wird das alles gut vermatscht. Man kann das mit der Gabel versuchen. Jetzt eine Weile. Ich mache das mal fertig und mache dann gleich weiter. Die Kartoffeln sind alle ausgehöhlt. Den Ofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 200 Grad etwa und die Mischung aus Kartoffel und dem Gorgonzola ist fertig. Das sieht so aus. Irgendwie so eine Konsistenz in Richtung Kartoffelbrei. So, und die füllen wir jetzt in die Kartoffeln, in die Höhlen sozusagen rein. Die gehen nachher im Ofen ein bisschen auf, deswegen müssen die nicht so richtig mit dem Haufen oben drauf sein. Das machen wir jetzt mit allen.
Wenn das fertig ist, packen wir sie in den Ofen. Das sind jetzt die fertig gefüllten Kartoffeln. Ich mache noch ein bisschen Olivenöl oben drauf. Den Ofen hatte ich vorgeheizt auf 200 Grad. Den schalte ich jetzt auf 180 runter, pack das Ganze in den Ofen und es kann raus, wenn das anfängt, so ein bisschen braun oben drauf zu werden. Insofern müssen wir jetzt ein bisschen warten. So sieht das aus, wenn das aus dem Ofen kommt. Schade, dass Video den Geruch nicht übertragen kann. Das duftet total lecker, finde ich jedenfalls. Insofern lasst es euch gut schmecken.